Und ich freue mich sehr, dass Herr Dr. Groh heute hier ist, um uns, um Ihnen das NS-Dokumentationszentrum mit dem Titel »Was hat das mit mir zu tun?« näher zu bringen. Und ich habe so ein bisschen rumgestöbert im Internet, Herr Dr. Groh. Sie sind ja quasi, nein, nicht oje, an Ihre alte Wirkungsstätte hier zurückgekehrt. Sie haben ja in Heidelberg studiert, gell? Und das war, glaube ich, mittlere und neuere Geschichte, die Sie studiert haben. Dann hat Sie aber doch eher in die Archivwissenschaften verschlagen. Und Sie sind mittlerweile Leiter der Abteilung Ausstellung im Marchivum. Und die Ausstellung, die Herr Dr. Groh uns heute präsentiert, ist definitiv ein Besuch wert. Oder zwei oder drei oder sechs, wie in meinem Fall. Man entdeckt immer etwas Neues. Und man bekommt einen Einblick darin, was hat Demokratie und Menschenrechte mit mir zu tun. Wir freuen uns alle auf den Vortrag. Herr Dr. Groh, ich übergebe Ihnen gerne das Wort. Ja, vielen Dank. Ich darf, ne? Geht schon. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mal wieder in Heidelberg zu sein. Ich habe neben Geschichte auch Anglistik studiert und von daher, ich musste drei Übersetzungskurse machen oder durfte. War da nicht so gut drin, von daher hohen Respekt für Sie alle. Und ich habe auch mal 7 Jahre in einem internationalen Bereich gearbeitet, wo simultan übersetzt wurde und da ist mein Respekt nochmal gestiegen. Von daher ist es toll, jetzt hier zu sein. Noch toller wäre es eigentlich, wird es ja alle einpacken in Bus oder in Zug und wir würden nach Mannheim fahren und das Archivum betrachten, weil es sehr schwierig ist, in einem Vortrag eine Ausstellung zu präsentieren. Von daher werde ich auch am Anfang kurz was sagen, was ist das Archivum eigentlich überhaupt? Frau Liebl sagt ja schon, ich habe auch Archivwissenschaften dann noch studiert. Archiv klingt jetzt nicht so attraktiv und sexy, aber es ist viel spannender, als man denkt und vor allem, es verändert sich total viel in unserem Bereich, Arbeitsbereich. Da werde ich auch kurz was zu sagen, aber es wird dann in erster Linie um die Ausstellung gehen und vor allem auch um die Aktualität, was hat Frau Kunz in der Begrüßung heute Morgen schon gesagt, die uns, glaube ich, alle ein bisschen erschrocken hat und die aber zeigt, wie wichtig unsere Arbeit auch ist. Das Archivum, das Gebäude hier, was Sie sehen, ist ein umgebauter Weltkriegsbunker, der 1940 gebaut wurde. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Das unten, diese Betonwände, die weißen, die sind historisch, diese Glasflächen obendrauf, das sind 2 Stockwerke, die sind neu und die sind extra für uns obendrauf gebaut worden. Da sind unsere Büros drin und Lesesaal und Ähnliches. Und im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss gibt es 2 Ausstellungen, auf die ich gleich eingehe. Ansonsten, was macht eigentlich ein Archiv? Wir übernehmen Unterlagen aus der Stadtverwaltung, das ist sehr spannend, viel spannender als man denkt, aber noch spannender sind eigentlich auch Unterlagen von Privatpersonen, von Vereinen, von Verbänden. Das heißt, wir übernehmen Unterlagen und bewahren sie für die Nachwelt, sodass sich die Nachwelt ein Bild von der Gegenwart, von unserer Gegenwart heute macht. Und gleichzeitig, und da hilft mir mein Geschichtsstudium in Heidelberg, gleichzeitig versuchen wir natürlich uns ein Bild über die Vergangenheit zu machen. Warum sage ich das so ausführlich? Weil Sie sich vielleicht gewundert haben, warum fängt der Tag Menschenrechte, Demokratie mit einer Einrichtung an, die sich, wie man denkt, erstmal in der Vergangenheit beschäftigt. Wir leben gar nicht in der Vergangenheit, sondern eigentlich, wir bewerten die Unterlagen der jüngsten 30 Jahre. Also wir sind in der Gegenwart eigentlich angekommen und wir arbeiten auch für die Zukunft, so verstehen wir uns auch. Das heißt, von daher freue ich mich auch, dass so viele junge Menschen und Schülerinnen und Schüler da sind. Wir versuchen das Wissen, was bei uns gelagert ist, zu vermitteln in Vorträgen, in Büchern, Publikationen, vor so Veranstaltungen wie hier heute, aber eben auch in erster Linie durch unsere Ausstellung, durch unsere beiden. Es gibt, wie gesagt, 2. Im Erdgeschoss widmen wir uns der Stadtgeschichte Mannheims seit 1607. Mannheim ist also eine recht junge Stadt, gerade wenn man es zum Beispiel mit Heidelberg vergleicht, jünger als die Universität. Da geht es von der Stadtgründung 1607 bis in die Gegenwart. Zum Beispiel endet die Ausstellung, wie man das hier an dem Bild sehen kann, tatsächlich mit Videos von heute in Mannheim lebenden Menschen, die hier ihre Stadtteile vorstellen. Also man sieht das vielleicht, weiß nicht, wie gut ihr sie Mannheim kennt. Man kann auf Neckarau gehen oder Freudenheim und dann spielt oben ein Video ab und es erzählt jemand aus dem jeweiligen Stadtteil, warum das so wunderbar ist, ausgerechnet dort zu leben. Das heißt, unsere Idee, und die zieht sich auch durch die Ausstellungen, durch beide Ausstellungen, ist eine Interaktion, Interaktivität und auch eine Einbindung der Mannheimerinnen und Mannheimer, eine Einbindung der Menschen selbst. Das heißt, wir versuchen nicht von oben herab irgendwie was zu vermitteln, sondern binden die Menschen ein.
Die zweite Ausstellung, um die es dann heute geht, ist im ersten Obergeschoss zur NS-Zeit. Sie heißt Was hat es mit mir zu tun? Ich hoffe, dass das so in 30 Minuten, wenn ich fertig bin, vielleicht ein bisschen klarer geworden ist uns allen, aber wir können es dann auch gerne diskutieren. Was hat diese Zeit eigentlich mit mir zu tun oder mit uns heute zu tun? Normalerweise machen Archive wesentlich kleinere Ausstellungen als wir, das vielleicht auch nochmal dazu gesagt, und das erklärt dann auch unseren Titel Archivum. Wir haben diesen Weltkriegsbunker, der vor gar nicht so langer Zeit, vor glaube ich 14 Jahren, entweiht wurde. Das heißt, der war bis dahin eigentlich noch als Bunker auch funktionsfähig. Man hätte den im Kriegsfall nutzen können. Der wurde dann sozusagen entweiht, heißt wirklich so, nicht nur bei Kirchen, sondern auch bei Bunkern. Und die Bundesrepublik, dem diese ganzen Bunker überall in Deutschland gehören, hat ihn der Stadt Mannheim geschenkt. Und was macht man mit so einem Ding? Man kann es schlecht sprengen. Sie sind ja so gebaut, dass sie nicht sprengbar sind. Stand lange Zeit leer. Dann hat das Archiv neuen Platz gebraucht und man hat tatsächlich diesen Bunker umgebaut für unsere Zwecke, was ungemein praktisch ist. Wir brauchen stabiles Klima für das Papier, was wir aufbewahren. Und mit 1,50 Meter dicken Wänden außenrum ist das sehr stabil und auch sehr sicher für die Nachwelt. Aber weil das ziemlich viel Geld gekostet hat, nicht nur die Stadt Mannheim, sondern auch die Bundesrepublik, hieß es, wenn ihr das schon macht, wenn ihr dieses Gebäude bekommt, dann macht ihr auch was. Und zwar vermittelt ihr eben nach außen. Das heißt, es gibt kein stadtgeschichtliches Museum in Mannheim. Es gibt die Reichs-Engelhorn-Museen, die eine stadtgeschichtliche Sammlung haben, die aber nicht die Geschichte der Stadt zeigen. Und damit haben wir den Auftrag bekommen, wenn ihr jetzt in den Bunker zieht, zeigt ihr die Stadtgeschichte Mannheims von bis. Und mit dieser Ausstellung jetzt, die letztes Jahr im Dezember, also ziemlich genau vor einem Jahr, am 1. Dezember eröffnet hat, die NS-Ausstellung, haben wir diesen Auftrag erstmal erfüllt. Aber wir sind da nicht am Ende, sondern jetzt kommt das, jetzt bringen wir es in die Welt hinein und unter die Menschen. Das heißt, wir gehören zu Mannheim, deshalb MA vorne, wir sind ein Archiv, deshalb Archiv, und wir sind aber auch ein Museum, weil wir die zwei Ausstellungen haben, deshalb nennen wir uns Archivum. Das ist die Erklärung dieses Kunstworts, und erklärt wird es dann nochmal, das sieht man oben auch in dem Kopf. Wo ist der Reiter hier? Ups. Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung, das ist so unser Selbstverständnis. Dann nochmal, was hat es jetzt alles mit dem Thema heute zu tun, mit Demokratie und Menschenrechten, wenn das alles so furchtbar lang her ist? Ich habe es erwähnt, Archive sind nicht rückwärtsgewandte Institutionen. Wir bewerten Unterlagen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Wir müssen dabei auch versuchen, etwas in die Zukunft zu blicken. Wir können natürlich nicht alles übernehmen, sondern wir nehmen in der Regel nur 5-10% von dem, was uns Menschen, sei das die Stadtverwaltung oder seien das Personen, übergeben. Und aus diesen 5-10%, das muss man sich klar machen, wenn man historisch denkt oder sich auch ein Bild auf die Vergangenheit macht, aus diesen 5-10% der Unterlagen von heute werden sich Menschen in 100 Jahren Bild unserer Zeit machen. Und wenn wir aufs Mittelalter zum Beispiel zurückblicken, haben wir noch viel weniger und denken, wir wüssten so furchtbar viel über diese Zeit. Das heißt, wir sind in unserem Beruf fest in der Gegenwart verankert, weil wir den Schatz des Wissens, der in den Regalen verborgen ist, den Menschen heute anbieten. Zweitens, wir sind eigentlich eine urdemokratische Institution. Es gibt zwar auch den Begriff oder gab den Begriff von Geheimarchiven, aber eigentlich seit der Französischen Revolution verstehen wir uns alle nicht mehr so. Archive sind auch erfunden worden, um das Handeln von Verwaltungen oder von Regierungen zu überwachen oder auch bewerten zu können. Also jeder Bürger, jede Bürgerin hat das Recht, die Unterlagen einzusehen. Es gibt da kaum Einschränkungen und auch zu gucken, was läuft vielleicht schief oder was läuft vielleicht auch gut bei dem Ganzen. Das heißt, eigentlich sind wir eine sehr demokratische Institution und auch dafür da, Demokratie zu fördern. Wenn wir das richtig machen, bieten wir der Bevölkerung nicht nur Informationen, sondern auch die Möglichkeit, sich mit dem eigenen Lebensumfeld zu identifizieren. Und wenn ich mich wohlfühle in der Stadt, in der ich wohne und vielleicht mehr weiß über sie, dann habe ich auch mehr Motivation, mich einzubringen in das Ganze. Und zwar nicht nur für die Stadt, sondern eben auch für eine Demokratie. Und damit sind wir bei diesem Thema angelangt. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, das hat Frau Liepelt auch schon kurz erwähnt. Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß nicht, ob wir den Bunker zum Beispiel, den wir vor 14 Jahren übertragen bekommen haben, ob wir den heute nochmal bekämen. In einer Situation, in der 2 Flugstunden von hier Krieg herrscht und wo Menschen in der Ukraine auf Bunker angewiesen sind. Und noch aktueller ist es jetzt geworden, das konnte ich bei der Vorbereitung noch gar nicht wissen, mit dem Krieg, mit dem Angriff auf Israel und dem Krieg im Gazastreifen.
Themen, die aktuell sind, sind Krieg und Frieden, Antisemitismus, leider auch Rassismen jeder Art, Feindseligkeiten gegenüber allem, was Menschen vermeintlich als fremd wahrnehmen. Und auch der Wunsch, das ist sehr auffällig, dann auch in der Ausstellung über die Nazizeit, der Wunsch nach Konformität. Alle sollen irgendwie gleich sein. Menschenrechte wird wieder diskutiert und eben auch Demokratie. Ein bisschen hochgestochener hat das ganz aktuell in diesem Jahr der Deutsche Städtetag ausgedrückt. Darum habe ich das Zitat nochmal gebracht. In Museen, Archiven, Bibliotheken und anderen Einrichtungen wird nicht nur das historische Bewusstsein von Stadtbewohnerinnen und Bewohnern geschärft. Hier wird Geschichte zugleich als wesentlicher Bestandteil kultureller Selbstvergewisserung erfahrbar gemacht. Also das heißt, ich gehe in die Archive, ich gehe in die Museen, ich lerne einiges über die Vergangenheit und bin dann aber auch gestärkt für die Gegenwart und die Zukunft. Wir verstehen uns deshalb als Bildungsakteure. Wir sind also nicht nur ein Archivmuseum, sondern wir machen auch aktiv Bildungsarbeit. Tatsächlich kommen viele Schulklassen zu uns, die meisten aus Mannheim, aber auch überregional, sogar aus Rheinland-Pfalz, was jetzt nicht so weit weg ist, aber wir hatten auch schon Schulen aus Hessen. Und die weitest Angereisten kommen aus Pforzheim und Heilbronn, die letzten beiden tatsächlich schon mehrfach nach Mannheim. Hoffentlich füllen wir da auch irgendwie eine Bildungslücke oder eine Lücke im Schulangebot, weil das Thema ist überall gleich und vielleicht kennen Sie dann doch Mannheim nicht so gut wie Heilbronn oder Pforzheim, aber Sie kennen es wieder und erkennen Orte wieder, das, was furchtbar wichtig ist. Wir bieten aber auch Führungen für Erwachsenenbildung, für Gruppen, Vereine, Verbände, die Parteien kommen sogar zu uns. Das ist ein Beispiel. Wir machen nicht nur Führungen durch die Ausstellungen, sondern auch durch das Archiv selbst. Hier wird zum Beispiel ein Ratsbuch aus dem frühen 17. Jahrhundert gewogen, weil wir alles wiegen müssen, bevor wir es in die Regale stellen. Und das machen hier in dem Fall jetzt Schülerinnen unter Anleitung von uns, wo wir erklären, welches unsere Arbeit ist. Zum inhaltlichen Konzept der Ausstellung jetzt, zur NS-Ausstellung, was hat das mit mir zu tun? Wir wollen, wie gesagt, zur Demokratiebildung beitragen. Eine Grundaussage der Ausstellung ist, wie fragil eine Demokratie ist. Wir zeigen auch einen Ausblick auf die Weimarer Republik, also auf die Zeit 18 bis 33, und versuchen zu erklären, es gab schon mal eine Demokratie in Deutschland, was waren die Gründe, warum sie gescheitert ist? Warum hat die nur 15 Jahre Bestand gehabt? Und auch dann einen Ausblick auf die Zeit nach 45. Es war alles andere als selbstverständlich, dass nach 45 Deutschland wieder eine Demokratie wird oder dass Mannheim so eine vielfältige, tolerante Stadt wird, auf die wir uns heute ein bisschen was auch einbilden, bei allen Problemen, die das auch trotzdem mit sich bringt. Das wollen wir auch zeigen und dadurch eben auch, es ist nicht selbstverständlich, wie es gekommen ist. Und wir müssen eigentlich täglich Demokratie wieder neu leben. Wir machen das an der Geschichte der Stadt Mannheims im Nationalsozialismus. Wir versuchen ganz nah an der Lebenswelt der Besucherinnen und Besucher zu sein, um eben diese Identifikation und dadurch auch das Engagement zu wecken. Und wir wollen zeigen, wie fragil eine Demokratie ist und eben, dass sie mit uns allen zu tun hat. Und jetzt hoffe ich, dass Sie einen kleinen Eindruck bekommen, dass der Film geht. Sonst gehe ich, es geht so. Wir können, wie gesagt, nicht alle nach Mannheim fahren jetzt, aber dass Sie einen kurzen Einblick haben. Das war der richtige Song.
Genau, das nur als kurzen Eindruck. Was Sie vielleicht gesehen haben, ist, anders als man vielleicht in Archiven erwartet, das meiste, was wir aufbewahren, ist aus Papier oder sind Fotografien oder Bücher, wie wir eben gesehen haben bei dem, bei den Schülerinnen und Schülern. Es gibt keine einzige Vitrine. Also wir haben tatsächlich alles, was wir zeigen, ist digitalisiert worden und lässt sich dann entsprechend inszenieren, auch auf Großleinwänden, als Film, als Audiodateien und Ähnliches. Also es ist nicht so, dass man furchtbar viel Text lesen muss, sondern man kann durch die Ausstellung gehen, sich einfach erstmal, wenn man so will, tatsächlich auch nur berieseln lassen oder beeindrucken lassen, mitnehmen lassen, auch emotional und sich dann inhaltlich vertiefen, wenn man das möchte. Frau Liebelt war schon 6-mal da. Ich habe natürlich, kommt noch ein 7-mal, ich habe natürlich täglich damit zu tun, aber auch ich entdecke eigentlich täglich Neues in der Ausstellung, weil es natürlich ein großes Team war, die zusammengestellt hat. Und das ist aber auch die Absicht von uns, dass Besucherinnen und Besucher durchaus mehrfach kommen. Wenn man alles neu machen wollte, müsste man wahrscheinlich Tage, Wochen verbringen. Wir werden auch oft gefragt, warum gibt es keinen Katalog? Es gibt oft Ausstellungskataloge. Wir hätten wahrscheinlich tausende von Seiten, weil alles, was wir digital zeigen, gedruckt, wäre ziemlich viel. Das ist der Vorteil, der diese digitale Ausstellung hat, die komplett digital ist. Wir sehen hier den Eingangsbereich. Das heißt, das Interaktive und das Mitnehmen und Einbinden von Besucherinnen und Besuchern fängt gleich am Anfang an. Hier ist, wir sehen gerade nochmal die Frage, was hat das mit mir zu tun? Und rechts, wo sich die Besucherinnen dann selber spiegeln, tauchen im Wechsel immer wieder Fragen auf, die wir zu Beginn stellen, die man aber am Ende, bevor man dann wieder rausgeht, in den Aufzug wieder sieht. Und man sich fragen kann, wo wir hinführen wollen auf das Ding, was hat Demokratie mit mir zu tun, sind Fragen wie, fühlst du dich selbst frei, was kannst du tun, ganz allgemein gehalten, was kannst du tun, ohne das thematisch einzuschränken, fühlst du dich sicher, fühlst du dich gleichberechtigt und ähnliche Fragen, die laufen im Wechsel immer durch. Wir wollen da eben die Besucherinnen und Besucher schon motivieren, selbst nachzudenken, nachdem oder bevor sie das alles gesehen haben über die Vergangenheit. Wir wollen sie auch engagieren, indem wir das unmittelbare Lebensumfeld zeigen. Da wir im Archivum sind und für die Mannheimerinnen und Mannheimer in erster Linie arbeiten sollen und müssen, ist klar, dass wir das in Mannheim zeigen. Was sehr wichtig ist, glaube ich, gerade bei dem Thema NS-Zeit zu zeigen, das ist hier passiert. Es war nicht in Berlin entschieden worden oder es war weit im Osten mit Tötungsaktionen, sondern was dort passiert ist, hat überall bei uns, auch in Heidelberg, stattgefunden. Und wir zeigen das halt am Beispiel Mannheims, indem wir natürlich Bilder aus Mannheim zeigen. Jeder, der in den Raum zur Weimarer Republik kommt, zum Beispiel, erkennt das Kapitol. Ich weiß nicht, ob man das in Heidelberg auch kennt. Kultureinrichtungen, Kino, Konzerte, Varietés, Comedy finden dort statt. Und das Ding wurde 25 gebaut. Das ist dann der Bezug zur Weimarer Republik. Aber es sieht noch genauso aus heute oder sehr ähnlich. Das heißt, jeder Mannheimer, der da in diesen Raum kommt, sieht, ich bin jetzt auch hier in Mannheim. Und jetzt wird mir erklärt, was hat das Gebäude in dieser Zeit zu tun. Berühmter wahrscheinlich, noch berühmter ist der Wasserturm, den alle kennen, wahrscheinlich auch in Heidelberg, das ist so das Symbolbild Mannheims, der uns dann mehrfach in der Ausstellung begegnet, ganz am Anfang schon im Hakenkreuzschmuck. Das schockiert dann manche auch. Eben, das war nicht in Berlin, sondern das war in Mannheim. Riesige Fahnen, die den Wasserturm von oben bis unten schmücken. Führer befiehl, wir folgen. Sprüche, Hakenkreuze drumherum. Ich habe das jetzt bewusst nicht gezeigt, weil das war auch unser Werbebild. Das finden Sie im Internet. So sah der Wasserturm dann 1945 aus, als der Nationalsozialismus endlich besiegt war und der Krieg zu Ende war. Heute sieht er wieder aus wie früher. Es gab lange Diskussionen, wie man das Ding wieder aufbauen könnte oder sollte, mit ganz tollen, modernen, postmodernen Dingen. Aber letzten Endes haben sich dann die Bewahrer, die Traditionalisten durchgesetzt und hat den Wasserturm so gebaut, wie er vor 1945 auch aussah. Aber das nur am Rande. Wie engagieren wir weiter? Wir haben auch drei Kartenversionen. Eine ist diese da, die gezeigt wird, eine sogenannte Todesorte-Karte. Wir wissen alle, dass es Lager gab während des Nationalsozialismus. In den Lagern wurden selbstverständlich auch Menschen aus Mannheim umgebracht.
Tausende an der Zahl. Und auf dieser Karte sieht man nur, jetzt nur in Anführungsstrichen, auf diese Punkte, die wir auf der Karte sehen, zeigen Orte, in denen Mannheimerinnen und Mannheimer getötet wurden. Ob das Konzentrationslager waren oder Ghettos, Gefängnisse, Gestapo, Gefängnisse und Ähnliches. Das sind alles diese Orte. Je größer der Kreis und je dunkler, das sieht man jetzt hier schlecht, wenn er blau ist, dann waren es ziemlich viele Menschen. Die meisten Mannheimer und Mannheimer sind auch in Auschwitz ermordet worden, aber es gab auch Todesorte von nur zweien. Man kann dann auf diese Punkte drauf und sieht dann in dem Fall zum Beispiel mehr Informationen und ein Bild in dem Fall zu Auschwitz. Es gibt auch andere Orte. Warum habe ich jetzt dieses Beispiel gezeigt? Weil wir auch natürlich viele Menschen haben, die uns zum Archiv kommen, die nicht in Mannheim geboren sind, deren Eltern oder Großeltern vielleicht gar nicht aus Mannheim kommen, die wir aber auch engagieren wollen. Und es war für mich ein tolles Erlebnis, eine Schulklasse durchgeführt zu haben. Und ich wurde dann von einem Schüler gefragt, ist auf dieser Europakarte, ist der Jasenovac drauf? Und nun wusste ich, weil ich die Ausbildung entsprechend habe, es gab in Jasenovac, was in Kroatien liegt, ein Konzentrationslager, wo die Kroaten im Auftrag der Deutschen Juden inhaftiert hatten. Und da dachte ich, kann der mich wissen mit 13 oder 14? Und dann habe ich gesagt, ist nicht auf der Karte, weil da kein Mannheimer umkam oder umgebracht wurde. Aber es gab dort ein Lager, warum fragst du? Und dann sagte er, weil meine Eltern von da kommen. Und dann hat der Nächste gefragt, meine Eltern kommen aus Serbien, gab es da auch Lager? Und dann hatte ich die beiden, die mit Mannheim vielleicht noch gar nicht so einen großen Draht zu hatten, aber trotzdem erwischt bei ihrer eigenen Biografie, weil sie wussten, da war auch mal was. Viel augenscheinlicher ist das bei den anderen beiden Karten, die wir zeigen. Es gibt eine Karte zu Zwangsarbeiterunterkünften, wo man sich innerhalb der Stadt Mannheims im Stadtplan bewegen kann, draufklickt und dann sieht, so und so viele Zwangsarbeiter waren dort untergebracht. Und was mich tatsächlich selber erschreckt hat, was ich vor der Ausstellung auch nicht wusste, in dem Ausmaß, dass viele in Schulen waren. Und damit habe ich natürlich auch wieder Schülerinnen und Schüler, die suchen den eigenen Stadtteil, die suchen, wo sie wohnen, die suchen ihre eigene Schule und sehen, da waren 700 Zwangsarbeiter untergebracht. Warum? Weil 1944 die Schulen geschlossen wurden, der Schulbetrieb eingestellt wurde, wegen des Krieges die Kinder oft aufs Land geschickt wurden. Und dann standen die Schulen leer und hat man da hunderte Zwangsarbeiter untergebracht, die fern der Heimat Zwangsarbeit leisten mussten. Und die letzte Karte, die jeder auch bedient, der dort ist, ist eine Zerstörungskarte, an der ich sehen kann, wie stark war Mannheim zerstört, in welchem Stadtteil. Und ich kann dann halt einen Straßenzug auswählen und sehe dann Fotos aus 1945. Nochmal engagieren, eben durch das unmittelbare Lebensumfeld zeigen, aber auch durch immersive Elemente. Immersivität ist so das Zauberwort, war das Lieblingswort unseres ehemaligen Direktors, das sagen soll, man zieht Menschen in das Geschehen rein, man engagiert sie dadurch, dass man sie auch emotional packt. Das passiert zum Beispiel durch Elemente wie hier. In diesem Raum zeigen wir drei Filme, die den Bunker selbst thematisieren. Ein Film geht über die Zeit des Zweiten Weltkriegs und man sieht hier zum Beispiel, das sind verschiedene Ebenen auch, also man hat hier die Leinwände, man hat aber auch den Boden und der kleine Junge, der hinten steht, alles historisch verbürgt, den gab es wirklich, ist in dem Fall natürlich ein Schauspieler, der war 9 und erzählt, wie er nachts von seinen Eltern oder von seiner Mutter dann später geweckt wurde und sagte, es kommen Fliegerangriffe, wir müssen in den Bunker laufen. Und man hört dann auch schon die Alarmgeräusche und die Flieger anhören in diesem Raum, der ziemlich eng ist. Und auf dem Boden wird dann der Weg von seinem Wohnhaus in den Bunker, in dem wir dann auch sitzen. Ich habe gesagt, das ist der Bunker, in dem wir heute sind, wird der Weg nachgezeigt. Und dadurch bin ich buchstäblich mitten im Geschehen mit drin. Und das letzte Mittel, womit wir erreichen, dass Menschen gepackt sind, ist Interaktion, Interaktivität. Durch diesen Spiegel zum Beispiel, aber auch viel direkter. Die meisten kennen wahrscheinlich den Wahl-O-Mat, wurde erfunden von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo man sich vor Bundestags- und auch Landtagswahlen informieren kann. Und da gibt es verschiedene Aussagen und dann kann ich denen zustimmen oder auch nicht zustimmen. Und am Schluss wird mir ausgerechnet, mit welchen Parteiaussagen ich am ehesten übereinstimme. Und dann kann man das als Wahlempfehlung nehmen. Wir haben das umgebastelt, für die Weimarer Zeit und haben dann, ne, wir lieben Kunstworte, Archivum, Archiv, Museum, Weimaromat, nicht Wahl-O-Mat, weil es um die Weimarer Republik geht. Und man bekommt
dort dann eben Fragen gestellt, die aus der Zeit sind, 18 bis 33. Zum Beispiel hier in dem Bild, der Klassenkampf ist oberstes Gebot der Stunde, die Arbeiterklasse wird befreit und die Klassenherrschaft abgeschafft. Dann kann ich denen zustimmen oder nicht zustimmen. Ich kann auch neutral drücken, wenn mir alles egal ist oder wenn ich vielleicht nicht sicher bin, was ich meine. Ähnliche Fragen sind aus der Zeit, zum Beispiel die beste Staatsform für Deutschland ist die Demokratische Republik. Wie gesagt, nicht selbstverständlich, darum eine Frage und in Weimar ist recht. Oder Mann und Frau sind in Politik und Wirtschaft gleichberechtigt. Oder auch die deutschen Kolonien müssen wiedererworben werden. Das sind so Fragen, vier Beispiele aus 15 Fragen. Und wenn man das durchspielt, bekommt man am Schluss eine Wahlempfehlung beziehungsweise einen Vergleich der Positionen, mit welcher Partei aus der Zeit stimme ich überein. Wenn man es aus meiner Sicht falsch macht, ich habe es durchprobiert, kann man auch viel Übereinstimmung mit der NSDAP, das heißt mit der Nationalsozialistischen Partei bekommen. Und dann sollte man vielleicht nochmal durch die Ausstellung gehen, vielleicht 6 oder 7 Mal, die Frau Liebelt, um dann zu lernen, dass es der falsche Weg ist, die NSDAP. Aber es geht tatsächlich. Wir erfassen es allerdings nicht, also man muss keine Angst haben. Nun kennt man wahrscheinlich, heute kennt man eigentlich nur noch die SPD, die gibt es immer noch, die älteste bestehende Partei. Die anderen Parteien kennt man nicht, deshalb gibt es auf diesem Weimarumat, und das ist, was ich vor Anfang sagte, ich kann das einfach spielen und dann gehe ich weiter, aber ich kann mich auch weiter informieren. Am selben Bildschirm gibt es dann Grundinformationen, was ist die DNVP, diese erste Partei, wofür stand die, welche Inhalte hatte die, und dann immer auch noch eine berühmte Person aus Mannheim, die Mitglied dieser Partei war. Übrigens auch für die NSDAP, auch das ist ja so ein beliebtes Spiel und auch bei Mannheim so, bei uns gab es keine Nazis, aber so 3 Kilometer weiter, in Karlsruhe gab es die vielleicht, aber nicht bei uns in Mannheim, die gab es da auch und wir haben auch für die NSDAP berühmte Beispiele aus Mannheim bis zum Reichsminister. Damit sind wir bei dem vierten Element, womit wir engagieren wollen, nämlich Bezüge zu Biografien herstellen. Das heißt, an ziemlich vielen Stationen in der Ausstellung geht es um Leben, um ganz persönliche Leben und wie die sich verändert haben. Das kann man an 2, 3 Personen durch die ganze Ausstellung machen. Es gibt aber einen Raum, der sich nur mit der Zeit 1933, mit diesem einen Jahr der sogenannten Machtergreifung der Nazis beschäftigt, wo wir anhand von 6 Biografien zeigen, wie hat sich im persönlichen Leben plötzlich was verändert für diese 6 Personen. Es sind 2 Nazis, so viel darf man vorher verraten, es sind 2 Menschen, die verfolgt wurden, und es sind 2 Menschen, deren Leben sich einfach verändert hat, ohne dass sie sich jetzt als Täter oder Opfer definieren lassen. Ein Beispiel ist ein wieder 7-jähriger Junge, der bei der Faschingsjugend war und dann ne, gab es die Gleichschaltung, es darf keine Vereine mehr geben und alle kommen in die Hitlerjugend. Und sein Vater war dagegen, er sagt, du kommst mir nicht in die Hitlerjugend, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Der Opa hat gesagt, du musst unbedingt hin, das ist ganz toll, was die machen. Und dieser Junge erzählt, dass er halt nicht mehr Faschingsklamotten anziehen kann und keine Orden mehr verteilt und Spaß macht, sondern dann tatsächlich zur Hitlerjugend kam und was das mit ihm dann gemacht hat oder was es ausgemacht hat, mit ihm dann eine Hitleruniform tragen zu müssen. Das Beispiel hier auch sieht man wieder alles dreidimensional. Das ist ein 20-jähriger, also damals 33-20-jähriger Jude, dessen Vater ganz früh erkannt hat, wir haben hier keine Zukunft mehr und wir flüchten, bevor es zu spät ist, und die dann damals recht abenteuerlich über das Saarland, was damals noch nicht deutsch war oder noch französisch besetzt war, über Saarbrücken und dann Frankreich später in die USA ausgewandert sind und im Übrigen niemals nach Mannheim zurückkamen. Da gibt es auch unterschiedliche Biografien. Es gab manche, die es überlebt haben, die direkt nach der Befreiung wieder kamen und am Wiederaufbau geholfen haben, auch am Wiederaufbau jüdischer Gemeinden. Es gab welche, die sind in Israel, den USA, Kanada oder anderen Ländern geblieben, kam aber zu Besuch immer wieder. Und es gab aber auch wenige, muss man sagen, die wenigsten, die gesagt haben, ich möchte nie wieder nach Deutschland zurück oder nach Mannheim zurück. Das wäre ein Beispiel zum Beispiel. Jüdinnen und Juden gehörten nicht dazu, zur deutschen Volksgemeinschaft laut Ideologie der Nazis. Ich komme noch mal auf unser Gebäude zurück. So sah dieses Gebäude aus. Geht kurz vor Kriegsende, man sieht ja auch schon Trümmer links und rechts stehen, immer noch die Nazi-Parolen oben, Führer befiehl, wir folgen dir. Das ist das Gebäude, wie es früher aussah. Und wir thematisieren das natürlich auch selbst in der Ausstellung.
Was war das für ein Gebäude? Wie gesagt, 40 errichtet. Das waren dann keine deutschen Bauarbeiter, die da geschuftet haben auf der Baustelle, sondern es waren Zwangsarbeiter, die man aus Polen, der Ukraine, aus Russland, aber auch Frankreich, Italien später zwangsverschleppt hat, die in der Rüstungsindustrie arbeiten mussten, aber auch bei Landwirten, in der Gastwirtschaft, überall bei Daimler. Und die dort, was man dann sagen muss, geholfen haben, Waffen herzustellen, Munition herzustellen, mit denen ihre eigenen Familien in den Heimatländern, damals in der Sowjetunion, heute Russland, Ukraine oder in Polen, getötet wurden. Diese Zwangsarbeiter haben auch Bunker gebaut, ziemlich viele in Mannheim. Als die Bomben dann fielen, später, wer durfte nicht rein? Die Zwangsarbeiter selbst. Also Zwangsarbeiter gehörten auch nicht zur deutschen Volksgemeinschaft und obwohl sie diese Dinger zum Schutz gebaut haben, durften sie keinen Schutz suchen und mussten dann selbst in Hauskellern, Unterbrücken oder sonst wo sich Schutz suchen. Und dieses Prinzip dieser Inklusion und Exklusion, wer gehört eigentlich dazu in so ein System und wer gehört nicht dazu? Sind es rassische Gründe, sind politische Gründe, auch politische Gegner gehören nicht dazu. Homosexuelle Menschen, Menschen, die krank waren, auch das darf man nicht vergessen. Es gab dieses rassische Argument, dass jemand nicht deutsch sein kann, der Jude ist oder der Sinti oder Roma ist. Aber es gab auch Deutsche, die man verfolgt hat. Und zwar waren das die ersten Tötungsaktionen. Menschen, die unheilbar krank waren, wurden als Belastung angesehen und wurden zunächst zwangssterilisiert, also unfruchtbar gemacht, ohne dass man die Patienten selbst gefragt hätte. Und später hat man sie tatsächlich getötet. Die ersten Menschen, die während des Nationalsozialismus mit Gas getötet wurden, waren kranke Menschen, kranke Deutsche. Und dann hat man das alles in Anführungsstrichen perfektioniert und industrialisiert, diese Tötungsmaschinerie. Und das alles zeigen wir auch in der Ausstellung und auch in Mannheimer Beispielen. Also wir sehen dann auch Menschen, die aus Mannheim, die zwangssterilisiert wurden, die davon erzählen und berichten oder die in der Euthanasie dann umgebracht wurden. Am Ende der Ausstellung, gewissermaßen zwischen der Geschichte und dem Ausgang dann wieder in die helle Gegenwart, der Bunker ist recht dunkel, auch die Ausstellung ist nicht bedrückend, sonst wären sie nicht 6-mal da gewesen, aber es ist klar, es ist ein engerer Raum als hier, es ist dunkel, ziemlich viel Technik. Und wir wollten aber nicht, dass die Menschen wieder raus ins Helle gehen, aus dem Bunker raus in die Stadt und sagen, so, jetzt wieder alles gut heute. Jetzt habe ich viel über die finstere Vergangenheit gelernt, aber heute ist ja alles toll. Wie gesagt, wir wollen ja engagieren, wollen sagen, es ist nicht selbstverständlich, wie wir heute leben und wollen was mit auf den Weg geben. Darum gibt es am Schluss, und das ist dann das interaktivste Element der Interaktion, ein Spiel, ein Quizspiel aus dem Fernsehen nachgebildet, in dem zwei Teams gegeneinander antreten. Man sieht das hier, zwei Spielkonsolen. Es gibt Team Blau und Team Rot. Und es gibt dann, jetzt habe ich selbst vergessen, wie viele sind, 6x4, 24 Fragekategorien unterschiedlicher Schwierigkeitsgrad. Ich kann zwischen 20, 50 und 100 wählen und verschiedenen Themen, das Thema Ausgrenzung oder Jugend oder auch Menschenrechte ganz allgemein. Wird von einem Moderator aus dem Off moderiert, das ist ein echter Schauspieler, der es gesprochen hat, kommt aber vom Band. Das war ziemlich aufwendig zu programmieren, der wirklich auf jede richtige oder falsche Antwort auch unterschiedlich reagiert. Um das nochmal, diese Interaktion nochmal zu verstärken. Alle Fragen behandeln Themen, die zum Gelingen einer Demokratie wichtig sind und die für den Alltag, wenn ich jetzt rausgehe aus der Ausstellung, sensibilisieren wollen. Die werden alle eingeführt durch einen kleinen Clip. In dem Fall sieht man ja relativ bekannt, wir mussten ihm übrigens nichts bezahlen, Abdelkarim hat uns das umsonst zur Verfügung gestellt. Die anderen Clips sind aus unserem eigenen Haus und wir haben einen Clip aus den Tagesthemen, wo es um das Jugendwort des Jahres geht. Das war das Einzige, wofür wir zahlen mussten, aber nicht viel, muss man dem NDR anerkennen, dass er nicht viel verlangt hat. Also jede Frage wird durch einen kurzen Videoclip eingestimmt und entweder die Frage oder der Clip und im Idealfall beides hat einen Mannheim-Bezug. Es gibt Beispielfragen, oder das ist kein Mannheim-Bezug, seit wann dürfen in Deutschland Frauen ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns arbeiten? Weiß das jemand vielleicht nicht von den Schülerinnen oder Schülern? Also früher mussten Frauen sich die Erlaubnis von ihrem Mann holen, darf ich eine Stelle antreten. Seit wann gibt es das nicht mehr? Schätzungen? Dann sage ich es, also ne, könnt es ja wieder vergessen, wenn der Mann ja auch schon kommt, 1977. Also selbst
meine Elterngeneration, meine Mutter hätte, das war nicht der Fall, meine Mutter hätte meinen Vater fragen müssen, du, darf ich arbeiten gehen eigentlich? Es gab auch keinen Doppelnamen zu der Zeit zum Beispiel. Das sind Fragen, die da auftauchen. Oder eine andere Frage, auf wie vielen Kontinenten wird Romanes gesprochen? Das ist die Sprache der Sinti und Roma. Das ist vielleicht jetzt hier Wasser in den Rhein oder den Neckar getragen am UID. Vielleicht wissen das alle. Auf wie vielen Kontinenten sind das? Und tatsächlich sind alle Kontinente außer der Antarktis. Da leben nur ein wenig Menschen. Es gibt auch Schätzfragen und da sehen wir dann bei einem Mannheim-Beispiel, wie viel Prozent der Haltestellen in Mannheim sind komplett barrierefrei. Und dann gibt es halt einen Videoclip, wo man sieht, wie ein blinder Mensch versucht, in eine Bahn oder in einen Bus, glaube ich, einzusteigen, um für das Thema zu sensibilisieren. Kranke Menschen, behinderte Menschen, Menschen mit Einschränkungen. Da kann sich eigentlich jeder denken, was das auch mit Demokratie und Menschenwürde und Menschenrechten zu tun hat. Oder das Thema Vielfalt, dann wieder humorvoller und das zeigt dann auch Szenen aus dem Mannheimer Straßenleben. Welche berühmte kulinarische Erfindung wurde in Mannheim gemacht? Döner, Currywurst oder Spaghetti-Eis? Wer weiß das hier? Genau, das Spaghetti-Eis wurde tatsächlich in Mannheim erfunden. Gut, da ist noch eine Frage, so sieht das dann aus. In welcher europäischen Metropole verpflichteten sich 95 Städte mehr für die Integration von Behinderten zu tun? Darf ich auch verraten, es war Barcelona. Kann ich auch verraten, weil das Digitale uns auch erlaubt, immer wieder Inhalte auszutauschen. Das heißt, wir werden hier nach und nach auch neue Fragen, neue Videos einführen und ein Video kurz zeigen. Gut, wer das Mannheimer Schloss nicht erkannt hat, hat es vielleicht am Akzent erkannt, Black Lives Matter. Es war eine Black Lives Matter-Demonstration in Mannheim, am Mannheimer Schloss, von Mannheimer Schülerinnen und Schülern organisiert. Und die Frage ist dann, worauf war das zurückzuführen, auf den Mord an wem? Und dann kommen Multiple Choice, drei Auswahlmöglichkeiten. Jetzt weiß ich nicht, wie gut ich in der Zeit bin, wenn ich noch Zeit habe, sonst... Gut, dann machen wir das nur kurz. Wie machen wir das alles? Wie ist die auch schon gestaltet? Es gibt Projektionen, wie man hier im Bild sieht. Man tritt auf diese Füße, die man unten sieht. Und dann wird auf der Leinwand einfach ein kurzer Film abgespielt oder eine bessere PowerPoint, sage ich immer. Das sind also Bilder- und Textkombinationen, manchmal auch Filme, nicht nur Bilder und manchmal auch Ton, die so eine Einführung in das Thema geben. Das zweite sind Einführungstexte. Hier sieht man das rechts. Da geht es um die Zeit der Weimarer Republik 1918 bis 1933. Das sollte man sich vielleicht auch durchlesen, wo man ist. Es geht aber innerhalb von 1,5 bis 2 Minuten. Und dann weiß ich ungefähr, was in der Zeit passiert ist. Es gibt aber auch Kunstwerke unterschiedlicher Art. Hier ist eins, am Ende der Ausstellung, bevor ich in dieses Demokratiespiel gehe, was wir eben gezeigt haben, sehe ich links dieses Bild, was von dem Mannheimer Street Art Künstler Yannick Czolk für uns entworfen wurde eigens. Wenn man durch Mannheim fährt, sieht, es gibt öfter diese großdimensionalen Bilder auf Hauswänden, die sind von ihm und er hat es auch für uns gemacht. Und in dem Bild sind Figuren aus der Ausstellung, die wieder auftauchen, zum Beispiel der Mensch, der emigriert ist nach Amerika, aber auch Figuren von heute. Und das zeigt, das soll so das Ganze zusammenbringen, eher emotional wirken, da erklären wir auch nicht viel, außer wer das ist. Also auch durch Kunstwerke wollen wir Menschen an die Ausstellung binden. Dann gibt es den Zeitstrahl, auch da wieder ganz interaktiv. Es gibt der Zeitstrahl, der geht 1918 los, Ende 2022. Und nächstes Jahr werden wir dann 23 hinzufügen, wenn wir wissen, was so die wichtigsten Ereignisse dieses Jahres waren. Man sieht oben jeweils 2 oder 3 Bilder, in dem Fall sind es sogar 3 pro Jahr. Oben sind dann 3 Bilder pro Jahr, was so reichsweit oder deutschlandweit oder weltweit passiert war, mit einem Bild illustriert. Und unten, was gab es in Mannheim zu der Zeit. Das heißt, ich kann mich durch den gesamten Zeitraum
von 18 bis heute bewegen. Und ja, auch das beliebtes Spiel, jeder suchte sich da sein Geburtsjahr aus, was ist da passiert. Es fängt 1918 an mit der Ausrufung der Weimarer Republik, nicht der Weimarer, also Ausrufung der Republik, in dem Fall noch durch Philipp Scheidemann in Berlin, das ist dann das Balkonbild in Berlin. Und unten werden in Mannheim im November 1918 Arbeiter- und Soldatenräte gebildet. Und da habe ich eben auch ein Bild aus Mannheim. Es endet 2022 im Moment mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar und mit dem, ich glaube, es war auch Februar sogar, in Mannheim endet es mit dem Beschluss des Mannheimer Gemeinderats, vier Straßen umzubenennen, von denen vier nach Kolonialisten benannt wurden, die die übelste Rassisten waren, also nicht nur in der Kolonialpolitik tätig waren, sondern wirklich sehr rassistisch gedacht haben und die Nazis verehrt haben. Und wo man heute sagt, die wollen wir auch nicht mit Straßennamen ehren, damit endet das. Und durch das Digitale, wie gesagt, können wir Anfang nächsten Jahres dann Bild und Text hinzufügen, jeweils, was 23 passiert ist. Und dann gibt es noch Vertiefungsstationen auf Monitoren, wo ich, wenn ich mich mit einem bestimmten Thema, ich habe Zwangssterilisation vorhin genannt oder die Verfolgung kranker Menschen intensiver beschäftigen kann, wo ich dann auf bis zu vier Ebenen wirklich wie in dem Buch Kapitel für Kapitel lesen kann. Ich weiß nicht, wie viele das machen, aber das sind die dann sechsmal kommen, die dann sich dann irgendwann mal die Vertiefungsstation durchgucken. Und was uns auch erlaubt, themenspezifische Führung anzubieten für Schülerinnen und Schüler. Also wir können nicht eine Stunde oder anderthalb, zwei Schulstunden durch die Ausstellung führen und alles zeigen. Darum fragen wir vorher auch, worum soll es gehen? Soll es um Gleichschaltung gehen? Soll es um Verfolgung politischer Gegner gehen? Und dann kann man gezielt an diese Vertiefungsstation gehen. Auch das ist übrigens ein Vorteil von dem Digitalen. So, ich habe hoffentlich einen Eindruck erweckt, was wir mit der Ausstellung erreichen wollen und hoffentlich auch viele eingeladen, mal zu kommen. Der Werbeblock endet deshalb hier. Wir machen uns natürlich aber auch Gedanken, ich hatte anfangs erwähnt, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Nicht nur viele Menschen, die ins Archivum kommen und uns kennenlernen, sondern wir wollen auch was zur Demokratiebildung beitragen. Wie erfolgreich sind wir? Wenn wir das mit Zahlen messen wollen, haben wir tatsächlich seit der Eröffnung am 1. Dezember 2022, also jetzt in einem knappen Jahr, 15.917 Besucherinnen und Besuchern gehabt. Das ist für ein Archiv irre viel, für ein Museum vielleicht noch nicht so viel, für uns aber, also wir sind ganz stolz drauf, es können gerne noch mehr kommen, aber es ist eine gute Zahl und von den fast 16.000 Besucherinnen und Besuchern kamen 59 Schulklassen. Ich habe es schon erwähnt, die meisten natürlich aus Mannheim, klar, weil wir da auch Beziehungen haben, das sind auch immer die gleichen Schulen, muss man leider auch sagen. Es gibt auch Schulen in Mannheim, die waren noch nie bei uns und es gibt Schulen, die kommen immer wieder. Das ist aber auch einfach eine Kontaktpflege und wir machen das auch durch Lehrerfortbildung. Das heißt, wir gehen erstmal an die Lehrer und sagen irgendwie, hier, guck mal, was wir Tolles haben, wollt ihr nicht mal kommen. Aber es waren fast 60 Schulklassen da, wie gesagt, aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen auch. Ansonsten, wie kann man noch messen, ob wir erfolgreich sind? Das Gästebuch, nun schreibt in Gästebuch kaum jemand rein. Ich fand das alles schrecklich hier. Es ist also von daher, Kritik bekommen wir nicht unbedingt direkt mit, aber trotzdem vielleicht mal ein paar positive Rückmeldungen, die wir bekommen haben im Gästebuch. Vielen Dank, wir waren zu dritt hier, drei Generationen und hatten einen interessanten Austausch. Und das war für uns unheimlich wichtig, weil vieles sich tatsächlich an Schülerinnen und Schüler richtet, aber wir auch, habe ich gesagt, auch Erwachsenenbildung machen und hier natürlich auch Themen berührt sind, die Zeitzeugen noch leben. Also es gibt immer weniger, die NS-Zeit erlebt haben, aber es geht ja auch um die Zeit danach. Und von daher fanden wir es toll, dass hier tatsächlich drei Generationen, wahrscheinlich eine Familie da waren und es für alle drei was war. Also trotz der Technik oder trotz des Themas, für die Alten wie für die Jungen. Oder, auch das muss dann ja wohl ein älterer Mensch gewesen sein, eine großartige Reise durch unsere Stadtgeschichte und in die eigene Kindheit und Jugend. Also auch das ist jetzt wenig kritisch, aber es zeigt irgendwie, dass es bewegt und dass der Mensch vielleicht auch mal wiederkommt. Und das nächste Zitat, wahrscheinlich ein bisschen jüngerer Mensch als das letzte Zitat, war Supidupi. Clara findet die Ausstellung toll. Auch das finden wir klasse, dass das im Gästebuch verewigt wird und dass es uns gelingt, auch junge Menschen anzusprechen.
Und das Letzte, und das ist dann so, dass der, in dem Fall aus der Auswahl so, dass der direkte Gradmesser, wir wollen ja, dass Menschen auch emotional mitgenommen werden und öfter kommen und tatsächlich die persönliche Ebene, die Biografien, die wir benutzen, die persönliche Ebene getroffen wird, berührt und macht die Ausstellung kurzweilig. Und ein Zitat noch auf Englisch, ganz kurz, wenn ich das darf, ohne Verwirrung zu stiften. Steht auch auf Englisch im Gästebuch drin und das vielleicht auch mit dem Bezug zur Aktualität heute. I have to say that as a Jewish woman who was born and lived in Israel, this is a unique and amazing way to tell the story of World War II. The exhibition, being a digital one, found the way to make everybody able to relate to the story, to really understand and feel a bond to the stories and to the people who lived here 80 years ago and to connect to the difficulties and experiences. Ich weiß, wer das eingetragen hat, weil ich täglich ans Gästebuch ging. Wir hatten Besuch von der Mannheimer Schule, die eine Partnerschule in Haifa, Israel hatten. Und es war eben eine gemischte Klasse, aber auch Lehrer. Es war sicher eher ein Lehrer vom Zitat her, der es eingetragen hat. Aber auch nochmal zeigt, dass wir selbst da Menschen berühren konnten und erreichen konnten und denen was beibringen konnten. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich lade alle ein, mal ins Archivum zu kommen, entweder persönlich, wir haben außer Montag täglich geöffnet, oder auch Lehrerinnen, Lehrer animieren, motivieren. Wir bieten auch Schulklassenführungen an. Hoffe, dass ich viele sehe und freue mich auf eure Fragen.